Da sind wir wieder. Was ist Neues? Ja, okay. Ah, ja, oh. Darf man nicht mehr sagen, jetzt, ich weiss. Los. Ja. Ja, vor allem für die, die es dann, weißt, so in 3-4 Wochen hören, ja, und schauen. Genau. Ist es schön. Erste Folge im neuen Jahr, auf jeden Fall. Erste Folge nach der WM. Klimaanlagen sind weg aus den Stadien. Es ist bei uns. Es ist genug kalt, ja. Es ist wieder kalt. Unser Gast heute hat auch während der WM für Schlagzeilen gesorgt. Und das, obwohl er selber gar nicht mitgespielt hat. Aber das ist so, ja. Dazu kommen wir dann nachher noch in dieser Folge. Wollen wir loslegen? Musik ab! Arbeiten! Ja! Ja! Hey! Das ist nicht normal! Herzlich willkommen, Zdravko Kuzmanović. Hallo miteinander. Schön, dass du da bist. Danke, ja. Wo bist du aktuell gerade unterwegs? Wo bin ich? Überall, gell? Überall. Nein, jetzt bin ich gerade von Thun gekommen. Also, gestern ein bisschen Tennis gespielt. Mit dem Cousin und bin ein bisschen überall, also Schweiz, Deutschland, dann Familie ein bisschen besuchen über die Weihnachten in Serbien, Vater und es war alles schön gewesen, also das neue Jahr gefeiert, bei uns orthodoxe Weihnachten gehabt und alles gut, ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen zurück. Mit welchem Cousin hast du Tennis gespielt? Ja, mit dem Jüngeren, mit dem Dejan. Also, der hat mir gesagt, er nimmt mich auseinander im Tennis. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss nach Thun kommen. Also, ich muss mal zeigen, wie man Tennis spielt. Und leider hat er dann 4-0 verloren in der Set. Okay. Ja, aber nein, es hat ja auch der andere, der für sein virtuelles Ballspiel, sein virtuoses Ballspiel bekannt ist. Der hat das allerdings bei der Bachelorette gemacht, oder? Der Dragan. Ah, das ist der Älter gewesen, ja. Der ist noch ein bisschen auf einem anderen Niveau. Aber der Dejan hat mich halt herausgefordert und hat gesagt, dass ich keine Ahnung habe, aber am Schluss war aber leider er, der recht schlecht war. Und die kann mich wahrscheinlich leicht provozieren, oder? Wenn man sagt, schau, du kannst etwas nicht... Stell dir mal vor, ich bin von Basel nach Thun gefahren und habe gesagt, also morgen zeig dir das mal, wie man Tennis spielt. Ich habe gesagt, du musst mal 2 Stunden mieten und dann habe ich mir schnell gezeigt, wie man das spielt. Und Er ist halt noch jung, weißt du. Aber man muss, also du musst schnell festhalten, es ist vielleicht jetzt ein bisschen untergegangen. Du hast einen Cousin gehabt, der bei der Bachelorette mitgemacht hat. Und hast dem auch kurz angerufen und gesagt, Alter, komm vorbei und versoll den Arsch mit dem Schläger. Zuerst mal habe ich dem gesagt, was machst du? Bist du eigentlich verrückt? Warum gehst du da hin? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich unterstütze dich. Und es war noch interessant. Also, er ist ja ein paar Runden weitergekommen. Und am Schluss, ist er halt rausgeflogen. Leider hat er die letzte Rose nicht bekommen. Ja, wie viele. Und es kann ja nur einer die grosse Liebe finden, oder? Die grosse Liebe, genau. Vor allem. Ich weiss nicht, wie lange das die Liebe haltet, aber ist ja bei der Andrina gewesen. Die sind ja mittlerweile schon getrennt und er ist ja jetzt Bachelor. Ja. Irgendwie so. Hey, unglaublich. Ah, wirklich? Der Kreis. Also ich muss sagen, ich verfolge das eigentlich nicht so viel. Also, aber gut. Es ist ein selbsterhaltendes System, ein bisschen wie der Fußball eigentlich. Ja. Und was du sicher verfolgt hast, ist ja die WM. Reden wir noch kurz über die WM, oder? Ja, ich verfolgt, ja. Also, ja. Ich wollte am Schluss, dass Frankreich Weltmeister wird. Also, Argentinien hat es gemacht. Klar, ich glaube, die ganze Welt hat angeführt, dass Messi als letzter noch Weltmeister wird. Die Geschichte dann fertig geschrieben wird. Dass die Geschichte fertig geschrieben wird und jetzt hat er alles erreicht, was er erreicht hat. Ich war mehr für Frankreich gewesen, weil der Junge da, Mbappé, der spielt ja wahnsinnig. Krass. Und er ist ein riesen Spieler und das ist die Zukunft. Und was er da auch im Finale nachher gespielt hat, das ist einmalig und schade. Es hätte auch anders können drehen, wenn die letzte Chance dort reingeht. Und am Schluss hat es Argentinien gemacht, hätte ich nie gedacht, aber Gratulation. Und es ist ja während der WM, das haben wir vorher gerade angesprochen, hast du für Schlagzeilen gesorgt, wo du ein Interview gegeben hast. Und zwar ist es darum gegangen, natürlich vor dem Spiel Schweiz-Serbien, weil in der Schweiz aufgewachsen, in der Schweiz lang gespielt, aber du hast dann für Serbien, bist Nationalspieler gewesen. Und dort hast du unter anderem gesagt, wenn du im serbischen Team wärst, würdest du den Xhaka und den Shaqiri umhauen. Das war ein Schlagzeile. Und in der Schweiz, in der Schweiz hat man natürlich nur darauf gewartet, auf so einen kleinen Zündwürfel. Oh, wenn explodiert es endlich? Weil es ist so ruhig geblieben vor dem Spiel. Es wäre interessant gewesen, wenn es ganz ruhig wäre. Also, es hätte ja etwas müssen kommen. Also, das ist jetzt das Geschäft. Also, erstens mal, das Umhauen haben wahrscheinlich alle falsch verstanden. Weil ich habe gesagt, ich wollte mit dem damit sagen, dass ich... wäre härter ins Geschehen hineingegangen, also in Zweikampf. Ich hätte ihm spüren lassen, dass ich da bin. Also hat ihm sicher wehtan. Aber dass ich jemanden absichtlich verletzen würde, das gehört im Fußball natürlich nicht dazu. Was ich mir vielleicht, auch wenn ich
das würde denken, würde nicht machen, weil das ist normal. Aber ja gut, Schlagzeilen hat es halt ein bisschen gebraucht, weil es ist halt ein bisschen interessant geworden. Es ist auch schon vor der WM, wo Auslosung da war, ist wahrscheinlich ist das so das Spiel gewesen, wo entscheidend wird sein. Ja, und das braucht es ja im Fußball. Provokationen braucht es ein bisschen, aber ja, aber am Schluss ist ja das Spiel eigentlich am Schluss sachlich über die Bühne gegangen. ja. Das war ja am Schluss ein normales Spiel wie jedes andere. Ja, fast, ja. ja, was? Fast, ja. Es war halt nur ein bisschen vor dem Spiel und ja, es wäre interessant gewesen. Aber es hat nicht viel gebraucht, dass es wieder wirklich eskaliert hat, oder? Auf dem Platz. Ist ja schon Rudelbildung, ständig. Ja, die Jungs sind so lieb gewesen, also. Ist alles gut, ja. ja, es ist halt die neue Generation, die sind lieb und... also ich habe mir schon noch gewünscht, dass es da noch ein bisschen mehr scheppert und alles. Also dir wäre so eine Hand im Schritt wäre dir zu langweilig, um überhaupt auf einen los. Die Hand im Schritt? Ja. Ja, nein, ich war auf ihn los. Ja. Ich habe ihm nachher schon gezeigt, was du machst. Aber es ist ja nicht so viel passiert am Schluss. Er hat es gezeigt und ja, der, wir wissen ja alle, wie der Schakka ist. Der ist noch einer, der ein bisschen provozieren will. Schade, habe ich nicht gegen ihn gespielt, weil er hat es wahrscheinlich dann auf dem Platz gescheppert, 1 gegen 1. Weil er hat wahrscheinlich das gezeigt, ich hätte Kontra provoziert. Wir wären aufeinander los. Der wäre sicher nicht, der wäre mit Rot vom Platz geflogen, ich auch. Das war natürlich gewesen. Ich hätte das natürlich absichtlich gemacht, weil dass er im nächsten Spiel nicht spielen kann. Das war definitiv. Ich hätte ihn wahrscheinlich so provoziert, dass er vom Rot vom Platz war geflogen, aber ich wäre nachher auch geflogen. Also, du und der Jack im Boxring. Wer gewinnt? Ja, das weiß man nicht. Du bist beide sind grösser, hit, ich bin vielleicht ein bisschen grösser, aber wir sind beide verrückt. Aber ich hätte sicher in dem Spiel, wo 3-2 Rückstand war, hätte ich mir natürlich noch weiter gedacht, hätte ich sicher alles dazu gemacht, dass ich im nächsten Spiel nicht spielen kann. Also, einfach von den Provokationen. Also, ich war wahrscheinlich so auf ihn los, dass er den Kopf verliert, dass er vielleicht eine zweite Gelbe oder eine rote bekommt, weiß doch nicht. Und dann hätte ich gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Wie kann man sich so leidenschaftlich hassen, wenn man sich so ähnlich ist? Ja, okay. ja nicht leidenschaftlich hassen, es gehört nein, ja dazu. Weil, er ist auch ein Typ, der alles auf dem Feld gibt. Er ist auch ein Typ, der will gewinnen. Ich bin auch so ein Typ gewesen, der immer will gewinnen, wo auch nie zufrieden ist. Und so Typen braucht es. Und es gibt immer wie weniger, die Typen. Also, die Typen kommen immer wie weniger. Heutzutage ist es halt so, ja, Instagram hin und her, man schaut, dass man gut davon wegkommt. Und er ist halt immer noch so ein Typ, der halt auch mal Meinung sagt und so. Und ich finde es schade, dass die Typen weniger werden. Das ist eben die Frage, oder? Für Trainer, Staff etc. ist es ja wahrscheinlich angenehmer, wenn einer nicht ausstört. Andererseits eben, er bringt Impuls. Er weckt vielleicht die Mannschaft dann auch mal auf, wenn du so einen Spielertyp in deiner Reihe hast. Du kannst auch einen Ja-Sager haben. Ja, 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 was ist das? Heutzutage sagt er dir, ja, du bist schlecht, dann sagst du, ja, ich bin schlecht. Was schlecht? Du musst auch mal die Kontra, du musst auch mal die Stirn am Trainer zeigen. Du musst mal dem Trainer sagen, nein, du bist nicht im Recht. Wir haben Scheiße gespielt, wir spielen Scheiße, die Mannschaft macht keine Fortschritte. So Typen braucht es auch und das gibt es immer wie weniger und das finde ich schade. Stell dir mal vor, der Effenberger und so, damals, auch bei Bayern und so gespielt haben. Denken Sie, die sind alle Ja-Sager gewesen? Nein. Sind auch mal «Nein» hat es da gescheppert vom Trainer. Aber man merkt, du kannst es wie unterscheiden, oder? Du sagst, Jack eben, wir hätten uns provoziert. Man merkt, da ist vielleicht so ein bisschen nicht unbedingt viel Sympathie füreinander. Aber du kannst wie sagen, es braucht so Leute wie ihn, oder? Also den Spieler findest du gut, oder? Den Spieler respektierst du total. Gut, über den Spieler müssen wir ja nicht reden. Er ist ein super Spieler, ein Weltklasse-Spieler und so. Aber er ist ein Provokationstyp, ich bin ein Provokationstyp. Also wie den was erwartet man, dass wir dann ruhig sind oder was? Das geht ja nicht. Also, das ist normal auf dem Feld, dass sich dann scheppert. Aber ich bin dann auch ein Typ, der nach dem Spiel, wenn die bessere Mannschaft gewonnen hat, dann sagt, hey, alles gut. Aber bei diesem Spiel, wenn es dann um alles geht, eben, da hat mir dann noch ein bisschen die Reaktion mehr gefällt. Das, was er gemacht hat, hat er gemacht, ja, okay, aber von den serbischen Spielern ist dann da nicht so eine riesige Reaktion gekommen. Ja, also. Am Schluss, was willst du machen? Ich glaube, wenn ich auf der Bank war, wäre ich wahrscheinlich auf dem Platz gewesen, wenn er das uns gedacht hätte. Also, das wäre dann natürlich nachher eskaliert. Ist es für dich überraschend gewesen, dass dann die Meldung, eben dass die Überschrift, ich würde Xhaka und Shaqiri umhauen, dass das plötzlich so riesen Wellen geschlagen hat? Weißt du, dass es wirklich so, oh, jetzt melden sich aber doch ganz viele. Jetzt steht überall etwas im Netz. Ja gut, ich habe das Interview recht früh mal gegeben. Also das, was ich gesagt habe. Und dann habe ich es vergessen. Und dann bin ich am Morgen aufgestanden, habe mein Handy angeschaut.
habe viel gemacht. «Was machst du?» Viele haben mir geschrieben und ich so, «Oh, was ist jetzt wieder gewesen?» Ich habe voll vergessen, also ich bin schon wieder weg. Das habe ich schon wieder gemacht. Was habe ich wieder gemacht? Und dann auf einmal habe ich den Artikel gesehen und dann ist es richtig losgegangen, weil dann ist nachher aus Serbien, haben seine eigene Form ein bisschen erzählt. Dort hat es auch Schlagzeilen für Schlagzeilen gesorgt. Und was für Schlagzeilen, also. Es war interessant. Es waren interessante zwei Wochen. Eine Woche, eineinhalb, war interessant. Also, aber ja, gut, ich habe auch viele positive Nachrichten bekommen, aber auch viele negative. Ganz schlimme Nachrichten auch bekommen. Aber du, mir ist das egal. Also ich war ja nur einmal im serbischen Blick ja, okay. auf der Frontseite. Und also ich konnte nachher meine Social Media Kanäle 5 Tage deaktivieren. Weil ja, also die sind nicht nur Hitzköpfe auf dem Platz, sondern da ist immer viele Emotionen drin, oder? Ja, ich, also von der serbischen Seite habe ich natürlich. Du hast natürlich positive Ich habe natürlich Seite. Positiv, aber für alle. Das ist ja same. Das ist super gewesen für mich. Also, ja. Nein, aber in der Schweiz habe ich dafür nachher. Mega negative Schlagzeilen bekommen und mega negative Kommentare. Weil da bin ich ja gar überhaupt nicht sachlich gewesen. Aber du kannst in Belgrad jetzt schon wahrscheinlich in mehreren Restaurants gratis essen, oder? Nein, was? Nein. Ich kenne sie ja schon vorher. Also, ich habe jetzt nicht die Story gebraucht, dass man mich in Belgrad jetzt muss kennen und so. Also, da habe ich zu lange auf die Nationalmannschaft. Nein, logisch. Ja. Aber also, wenn du sagst, dass sie in Serbien dann die eigene Geschichte daraus gemacht haben oder noch ein bisschen weitergetreten, was ist denn dort gestanden in den Zeitungen? Ich würde sie noch kautieren. Abschlagen, ja. Also die haben es dann voll übertrieben. Also, haben sehr frei interpretiert. Die haben es sehr frei. Und dann haben halt die Leute auch versucht zu erklären, dass ihr keine Ahnung von Deutsch habt, wie was ihr gerade gemeint habt. Die können doch nicht einfach irgendetwas übersetzen. Ich habe die Erklärung, die ich nicht machen wollte, mir ist es egal gewesen, weil du kannst da nicht allen zurechtkommen. Und dann habe ich gesagt, sie sollen doch schreiben, was sie wollen. Mhm. Und, habe ich gesagt, okay, komm, weißt du was, das ist jetzt eine Woche interessant, nach eineinhalb Wochen wird es vergessen. Sobald das Spiel fertig ist, ist dann das auch gegessen. Und so ist es auch gewesen, ja. Ich finde deine Art und Weise, wie du mit Medien umgehst, eben recht erfrischend. Es ist nicht so, weißt du, so, eben wie du gesagt hast, heutzutage hat man Angst vor jeder Schlagzeile. Man hat, weil, muss man auch ehrlich sein, früher ist nur in der Zeitung gestanden, mit der Zeitung von gestern hast du heute das Katzenkistchen ausgelegt, oder? Aber heute steht es immer im Netz, man findet alles immer wieder. Da haben viele Leute Angst davor. Bei dir ist es wie so, du schaust es mit einem gewissen Abstand und ein bisschen locker an, oder? Ja, was soll ich machen? Ich habe den Beruf gewählt, wo ich damals habe ich das Glück hatte, dass ich Fußballprofi werden konnte und das gehört dazu. Also, was soll ich jetzt machen? Und was soll ich jetzt... Das gehört dazu. Es kann ja nicht immer sein... Also, sonst wäre ich für euch auch langweilig. Also, sagen wir mal ehrlich. Also, wenn ich nur würde sagen, ja, sie haben recht, ja, das ist so. Das ist langweilig. Heutzutage wollen die Leute auch mal etwas hören, was vielleicht andere nicht sagen. Und das wird mir ein bisschen zu wenig gemacht. Ja, aber gut, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Also, in Deutschland habe ich bald Kommentare geschaut, also, da geht es ein bisschen härter zur Sache. In der Schweiz ist man da noch ein bisschen mehr so sachlich und zurückhaltender. Aber ich glaube, da haben eigentlich auch viele Leute einfach Angst, dass sie vielleicht... schlecht anstehen und wie du gesagt hast, aber ich überlege nicht von dem. Ja. Ich will immer der sein, der meine eigene Meinung hat, wo die auch wird sagen, wem es passt, dem passt, wem es nicht passt, das interessiert mir eigentlich nicht so viel. Also, dem wünsche ich viel Glück. Und, ja, aber der tut es ja nachher gleich lesen. Mhm. Also dem, was nicht passt, der liest es ja trotzdem. Also alles nicht richtig. Passt, haust um. Ja, nein, da müsste ich zu viele Leute umhauen, das geht nicht. Weißt du, da habe ich zu viele Hasser momentan, das ist schwer. Also ich glaube, ja. Wenn ich die alle würde. Findest du auch ein bisschen? Also, weißt, findest du geil, wenn dich Leute hassen? Ja, ich bin nie der, den sie geliebt haben. Also, mich haben sie meistens 30.000 auspfiffen, dann haben sie 30.000 gejubelt. Dann habe ich sie ab und zu verrückt gemacht mit guten Leistungen, dann ab und zu mit lustlosen Leistungen. Also, ich war jetzt alles. Also, ich bin bekannt für das. Also, und, aber ja. Kann man sagen, Emotionsspieler? Emotionsspieler. Ganz sicher, ja. Oder? Ja. Emotionsspieler. Und ich habe halt in den Ländern, wo ich gespielt habe, hat ja alles passt zu mir. Also sagen wir mal, Italien sind ja auch mega emotional und dort habe ich recht lang gespielt. Und ja, nein, damit kann ich leben. Ob ich es brauche? Keine Ahnung. Weiß doch nicht. Ich finde es ab und zu interessant, was da schreibt. Also ist noch geil, ja. Ja, geil. Es ist einfach so, dass ich denke, okay, wie ist er auf die Idee gekommen, meine Wörter so zu schreiben? Wie zum Beispiel das eben vor dem Schweizer Spiel. Also. Ja. Also ich meine jetzt mit Reaktion nachher, weißt, wo so etwas auslöst, oder? Ja, nein, da musst du ehrlich sagen, ab und zu sind die Reaktionen, die ich hatte, sind auch hässliche Reaktionen gewesen. Also ich glaube nicht, dass das ein Mensch unbedingt braucht.
aber das sind eher die Leute, die keine Eier haben, die das persönlich sagen und dann schreiben sie über Instagram oder so. Schreiben. Also, wenn du ihm dann sagst, komm mal mir das persönlich sagen, dann 90% hauen sie dann ab. Ja. Das sind dann die Fische, die dann am die geilsten sind. Also, die sind dann die, die über das Netz schreiben und so. Und, aber persönlich sagt er das. Zum Beispiel persönlich nach dem Interview hat mir das vielleicht eine Person gesagt, dass es nicht gut war. Also. Ja, und das hat sicher anständiger formuliert als das hat er gesagt, hey, schau, hättest du nicht ein bisschen sachlich eben. Ja. Ja. So hat er mir es gesagt. Ja. Ich wünschte mir gerade so fest, er wäre so, oder wie du das auch gesagt hast, in Deutschland sind die Emotionen höher. Wenn du jetzt so Clubpräsident wärst, weißt du, so ein Hoeneß-Typ, der dann einfach selber in die Sendung anruft, wenn ihm etwas nicht passt. Stell dir mal vor. Nein, stell dir vor, du wärst beim FCB jetzt Präsident. Und ich rufe an. Und du rufst den Sportpanorama. Aber ich finde das geil. Ja. Weil ja. Der das dann macht, das würde hier niemand machen. Ja. Das finde ich aber geil. Ja. Ja, dann schaltest du dich und sagst, hey, was redest du da für Blödsinn? Oder du redest schon und dann schaltest du dich so. Das finde ich geil. Und das ist dort macht man das halt ein bisschen stärker und alles. Mhm. Und, ja. Und der Uli Hoeneß hat ja viel Erfolg gehabt mit Bayern. Also. Ja, das ist absolut so. Und deine Art ist ja anscheinend auch gut angekommen, oder? Ich meine, es gibt jetzt nicht viele Spieler, die von sich behaupten, dass sie in 3 von den 5 Top-Ligen gespielt haben in Europa. Also du hast in der Bundesliga gespielt. Die Schweiz zählst du nicht dazu, oder was? Ganz knapp nicht. Ja, wenn wir... Also, ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Ja, gut, zu der Zeit, wo du... Kannst du nicht gut was sagen, oder? Wo du beim FCB gespielt hast, ist das ja schon auch oder? Viel europäisch gewesen und... Ja, hey, du, UEFA sehr gut Viertelfinale gespielt. Absolut. Und FCB eine gute Champions League-Nacht gehabt. Also. Ich kann es nicht klein reden, aber ich rede jetzt mal von der Serie A, also gut. Von der La Liga und von der Bundesliga. Alle 3 Ligen hast du gespielt. Sehr erfolgreich zum Teil. Was aber viele schon vergessen, du hast eigentlich schon bei den Junioren eine Karriere gehabt mit Profivereinen, die ganz viele schon nicht schaffen. Du warst bei Thun, bei IB und bei Basel. Schon bei den Junioren? Ja, du hast dich schon dort aufgewechselt. Das stimmt. Also ich das war ja früher nicht gerade Thun, sondern durch nach Thun. Und dann ist das so zusammengekommen. Dann bin ich aber sehr früh nachher, hat mich halt unbedingt einbewollen, weil ich da bei den Junioren schon recht einen Fortschritt gemacht habe. Und dann bin ich zu IB gewechselt. Dann bin ich halt jedes Mal pendelt von Thun nach Bern hin und her. Das war recht anstrengend. Ich bin so in eine Sportschule gegangen damals in Bern, wo sie angeboten haben und alles. In welchem Alter reden wir da? Ja, von 14 bis 16, 14, oder? 16. 2 Jahre, also am 5 Uhr morgens aufstehen, am 11 Uhr am Abend heim mit dem Zug. 6 Stunden schlafen, das vergessen viele Leute. Also, das war recht anstrengend. Dann bist du den ganzen Tag am Morgen in der Schule, dann hast du am Morgentraining. Dann gehst du wieder in die Schule, dann hast du am Nachmittag Training und am Abend auf den Zug und am 11 Uhr heim und am nächsten Tag um 5 Uhr wieder aufstehen. Und das ist etwa 2 Jahre gegangen. Und dann hatte ich eigentlich eine gute Zeit gehabt. Und dann hatte ich 2 Möglichkeiten. Ich hatte sogar 3 Möglichkeiten. Ich hatte Roter Stern, GC und Basel. Aber ich habe mich für Basel entschieden, weil ich damals ein Spiel gegeben habe, Schweiz oder Serbien gegen Brasilien im Stadion Santiago Park gespielt haben. Dann hat der Vater gesagt, ich will in diesem Stadion da spielen. Das ist ein geiles Stadion. Dann hat der Vater gesagt, ja, da musst du aber noch viel Fortschritt machen. Und dann ist das Angebot von Basel gekommen, Junior, da konnte ich wechseln. Und das habe ich gemacht. Warum nicht Roter Stern? Das ist eigentlich deine Herzensmannschaft. Ja, stimmt. Aber weißt du, das Problem ist, geh du mal mit 16 nach Belgrad in eine 2-Millionen-Stadt und du bist trotzdem irgendwie in gewisser Art noch ein Schweizer, also du bist nicht dort geboren. Und dann mit den Jungs dort auf der Straße, wo ich nicht so viel Erfahrung habe und alles, ist dann die Schweiz noch, sind wir dann auf einem anderen Niveau. Weil da sind wir noch alle so brav und alles. Dort ist dann schon, dort wachsen sie dann schon als Junge so komplett anders auf. Dann habe ich gesagt, Basel, dann habe ich gewusst, dass es auch in Basel schwer ist, in die erste Mannschaft zu kommen, weil nicht so viele Junioren das arbeiten. Aber ich habe den Weg gewählt. Und ja, dann ist es schnell gegangen. Also ich bin Basel Junior gekommen. Ich bin gerade in die U18 gekommen, hatte dort schon von Anfang an das Problem gehabt. Die haben mich dort als Innenverteidiger gesehen. Ich habe gesagt, ja, Innenverteidiger ist nicht meine Position. Ich habe gesagt, ich warte auf meine 6. Position. Dann dort angefangen zu spielen. Ist gut gelaufen, schnell in die U21, alles mega schnell gegangen zum Hermann. Der hat mich gerade aufgezogen. Dort habe ich auch wieder ein halbes Jahr Innenverteidiger gespielt. Dann habe ich auch gesagt, hey, dann schick mich runter, weil ich will 6. spielen. Ist auch gut gewesen. Und dann auf einmal bin ich mit 17 im Trainingslager FCB. Grosser FCB und dann ist alles schnell gegangen. Ja. Und dann Profivertrag. Ja. Was in der Wahnsinn ist, man muss sich das mal vorstellen.
du und der Ivan Rakitic sind zusammen von der U21 in die erste Mannschaft geholt worden. Also was, wie unglaublich gut war die U21 zu diesem Zeitpunkt? Stark. Also wir sind gut gewesen, richtig gut. Klar, du, wir haben auch mit der Generation gehabt, wir haben auch 82, 83 drin gehabt. Also bin ich mir eigentlich schon gewöhnt gewesen mit den älteren Mitspielern und alles, was halt ab und zu nicht einfach ist. Du musst dich halt immer durchsetzen. Da brauchst du auch so schon deinen eigenen Kopf. Aber eben ich, der Ivan und ich, da sind recht jung gewesen. Vor allem auch schon die U18-Mannschaft und so. Wir sind da recht stark gewesen. Und ja, das hat man dann auch nachher gesehen. Wir haben ja beide nachher eigentlich eine recht gute Karriere gemacht. Ja. Eben, du hast gesagt, oder? Es sind dann dort schon grosse Spieler gewesen. Ein Zubi, Mladen Petric. Christian Gross war dort Trainer. Maestoro, Smiljanic, Jimenez, Rossi, Degens, Delgado. Also potenziell acht Captain auf dem Platz. Ja, und dann kommst du. Mit einer Riesenschnur. Ja, dann komme ich nicht gerade mit einer Riesenschnur am Anfang. Ganz ein lieber Junge. Es hat schon zwei Wochen gebraucht. Also zwei, drei Wochen hat es schon gebraucht. Dann, ja, schon die erste Mal. Dann hat er zu bei dir die Schuhe geputzt, oder wie ist denn das gewesen? Nein, sicher nicht. Ich glaube, er hat sie mir angeworfen, aber es ist auch schon... Vielleicht einmal gemacht, habe ich müssen, weil wir da das Spiel verloren haben und alles. Aber, hast du mir zu die Schuhe mal geputzt? Auch jemanden habe ich müssen Schuhe putzen, weil wir da so 5 gegen 5 gespielt haben, haben wir verloren. Und dann haben wir das gemacht, aber du kommst da rauf und dann siehst du die Spieler. Ivan Ergic, damals von der Verletzung langsam zurückgekommen, war ja auch ein Riesenspieler gewesen. Ja, dann ist es schwer, da in die erste Elf zu kommen. Und vor allem musst du halt zeigen, dass du stark bist, dass du akzeptiert wirst, weil die Jungs sind haben damals eine mega Champions-League-Kampagne gespielt. Und dann kommst du rauf, ja, und du musst deinen Platz finden. Da kannst du nicht der Liebste sein. Aber ich war ganz ein Lieber gewesen, so am Anfang. Ich habe schön meinen Mund gehalten, habe nicht viel geredet, bis ich mich da nicht etabliert habe, bis ich nicht etwas lockerer geworden bin. Ja, und ich glaube, die Jungs haben mich schon gerne gehabt. Gibt es Leute, die dich dort mitgezogen haben? Also, weißt du, die dich gefördert haben, die dein Team integriert haben? Ich war mega gut mit dem Ergic. Weil der hat mich fast überall mitgenommen. Auch dann in die Stadt, Essen, hin und her, hat mich da viel geholfen. Mit dem bin ich richtig gut gewesen. Aber nachher auf dem Platz hast du nicht so viele Freunde. Nein. Auf dem Platz bist du eigentlich auf dich gestellt, weil du kämpfst für deine Zukunft. Da interessiert es dich nachher nicht mehr, ob ein Zubelbühr im Goal ist, ob ein Maestorovic oder so. Da musst du deine eigene Leistung bringen und du musst schauen, dass du halt dort drinnen bleibst. Weil, der Gross war bekannt, dass er nicht so auf die Jungen setzt. Was er halt mit mir und Rakitic damals so eine Ausnahme gemacht hat. Wo wir, halt, wir haben halt wahrscheinlich ein Riesentalent müssen sein. Ja, was stimmt nicht? Ich sage gerne, Entschuldigung. Ja, du musst wahrscheinlich ein Riesentalent sein, dass du das geschafft hast. Und das haben wir ja wahrscheinlich geschafft und alles gut gelaufen. Ja. Du hast ja wirklich recht schnell gespielt. Und ja. Dann, aber nicht ja, lang. Ja, nicht lang beim FCB. Das heisst ja, aber du hast auch schon profitiert. Ja, natürlich. Ja, Geld hat es gegeben. Ja. Aber es ist ja dann so, dass du einem etablierten, älteren Spieler den Platz wegnimmst. Wie äußert sich das dann im Training nach dem Match? Kommst du mal auf die Zöcken über? Stell dir mal vor, ich jetzt als 35-Jähriger nehme einen jungen, einen 18-, 17-Jährigen den Platz. Das schießt dich an. Das kotzt dich an. Den Rucksack. Ja, nein, aber das kotzt dich an. Das merkst du, der redet dann nicht so viel mit dir. Also mein Konkurrent hat nicht so viel mit mir geredet. Also, weil jeder will ja spielen. Es geht auch. Dann laufen Verträge aus, dann will der verlängern, dann aber hast du einen 17-Jährigen, mit dem kannst du profitieren. Ja, ist nicht so einfach gewesen. Also ich hatte schon ein paar Freunde gehabt, aber auch sicher auch Feinde gehabt, wo ich vielleicht damals nicht so begriffen habe, wie dass ich das jetzt würde begreifen. Und du hättest auch nicht lange müssen mit denen zusammenspielen, wenn man so will. Es ist relativ schnell, dann gab es erst Sache, wo du aus Palermo kam, oder? Das ist das. Ja, ein riesen Chaos gewesen. Palermo hätte ich dort wollen. Nein, Palermo war schon fertig. Ah. Aber wir waren so auf dem Tisch wie hier. Ja, und dann haben wir uns eigentlich geeinigt auf einen Lohn. Also fertig, da wäre nur noch unterschrieben. No, ich sind ja mit dem Privatflüger auf mich holen. Sind wir im Hotel. Ah, du lachst, das ist, nicht, ja, das ist eine lustige Story. Ja. Nein, dann sind sie gekommen und dann sind wir alle auf dem Tisch. Ist der Präsident gekommen. Der hat etwas Verspätung gehabt, dann ist er gekommen. Er hat gesagt, ja, also, haben wir unterschrieben. Dann haben wir gesagt, nein. Also warum? Ja, wir haben gesagt, ich sollte so viel verdienen, aber es sind 20% weniger. Dann hat er gesagt, ja, nein, wer ist der Manager? Ich so, wer ist der Manager da? Den kenne ich nicht mal. Ist einfach mal auf einen Manager auftaucht. Ja, weißt da und da, aber so viel. Wir haben gesagt, nein, wir haben so viel gesagt oder gar nicht.
Nein, das geht nicht. Wir gehen wieder zurück. Mein Vater gesagt, okay, dann wünsche ich euch einen schönen Flug. Ja, das sind dann 5 Millionen Franken einfach mal in den Sand geworfen worden von uns zwei wegen Basel, weil Basel hat damit gerechnet. Ja, und dann am nächsten Abend bin ich ins Training zurückgekommen. Haben alle gesagt, was machst denn du da? Ich habe gesagt, ich bin, glaube ich, immer noch Spieler vom FCB, oder? Ja, ja, und dann war es wirklich hart gewesen, weil ich habe mich schon in der Serie A gesehen, bei Palermo. Wäre ein guter Durchbruch gewesen, weil viele haben damals gesagt, ich will es nicht schaffen. Ich bin da meine eigene Meinung gehabt, dass ich da die Serie A gehöre von der Qualität. Klingt jetzt ein bisschen arrogant und so, aber ich überhaupt bin von mir, nicht. Ja, ich bin von mir immer überzeugt gewesen, also das war meine Stärke gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich gehöre da hin, es hat nicht geklappt. Ja, und dann zwei Wochen, drei Wochen später ist halt ein Transfer zu Fiorentina gekommen und sogar noch besser als Palermo gewesen und bin sogar glücklicher, dass ich am Schluss in Florenz gelandet bin. Ja. Meine, ist jetzt ja schon ein Zeitchen her und man weiss, wenn man in die Serie A wechselt, da verdient man gut. Aber von was für, du bist jetzt 17, wie alt bist du, als du zu Palermo zu Fiorentina? 18,5 bald 19. Was zahlt man in der Serie A zu dieser Zeit an einem 19-Jährigen? Wow, das kann ich dir jetzt nicht sagen, genau. Darf dir jetzt nicht sagen, da, wie viel das genau netto war. Aber es war sicher mal das Vierfache von Basel. Das Vierfache, ja. Ist plötzlich. Aber netto. Und da muss man sich dann überlegen, weißt du, man sagt immer so, oh, wieso gehen die Jungen so früh ins Ausland? Ja, wenn sie so viermal mehr verdienst. Und beim FC Basel hast du auch schon... Ich habe einen guten Vertrag gehabt, weil mit der Prämie und so, ich habe da gespielt vor 6 Monaten und habe eigentlich dann schon recht gut als 17-, 18-Jähriger verdient. Aber in Florenz ist es dann... Also da war noch der Kurs 1:5 mit dem Euro-Schweizer-Franken. Ja. Da war es dann noch besser gewesen. Nein, also es sind dann schon Weltenunterschiede, was du da in Basel verdient hast und in Florenz. Ja. Sagen wir es anders. Ich bin mit 17 in der Lehre, habe das KV gemacht, habe 850 Franken im Monat verdient. Was hättest du für das müssen machen, für 850 Franken? Was ich hätte müssen machen? Wie lange hättest du müssen spielen? Ist das ein Training oder so wahrscheinlich? 800 Franken? Das ist aber recht viel mehr, was wir jetzt. Nein, es ist wirklich, also es ist verrückt. Also, da musst du auch ein bisschen klarkommen im Kopf mit so viel Geld, oder Franken, nicht? Für 800 Franken. Habe ich mich als 19-Jähriger schon mal keine Gedanken müssen machen, ob ich mir ein neues Handy kaufen muss. Habe ich einfach mal reinlaufen und mir einfach mal ein Handy kaufen. Gut, den Laden kaufen. Ja, aber du gehst auch verrückt. Also, weißt, ich bin jetzt nicht gerade aus einer Familie gekommen, wo mega reich war. Wir haben, einfach ein normales Leben geführt. Meine Eltern haben normale Job gehabt, unterdurchschnittliche Job. Also wir haben nicht viel Geld gehabt. Ich bin ins Training damals mit einem Toyota gekommen, wo ich Basel kam. Ich konnte mir also kein Auto leisten oder irgendwie, dass mein Vater mir ein Auto damals hat kaufen konnte. Also wenn du dann nachher mal auf einmal richtig viel Geld verdienst, das ist nicht einfach, weil du verlierst die Realität. Also am Schluss weißt du vielleicht nicht mehr, was 100 oder 200 Stutz ist. Eben, ja. Das ist dann schnell auf einmal. Seit zahlst für ein Essen 400-500 Stutz und dann weißt du gar nicht mehr, du tust es gar nicht mehr schätzen. Und das geht jedem Fußballer so. Also, das kann ich garantieren. Also, wenn man so sieht, weißt, wenn man einer sagt, er hat für ein Steak 2000 Euro gezahlt, dann sagt man, in der Schweiz ist er eigentlich birrenweich. Aber wenn der aber 500.000 im Monat verdient, dann ist 2000 Franken. Der weiß gar nicht mehr, was 2000 Stutz sind. Das merkt er vielleicht dann so Durchschnittsspieler oder so Spieler, die im Ausland waren und nachher Karriere beendet haben. Dann kommt es dann zurück, wenn du dann keine Einnahmen mehr hast. Und dann auf einmal merkst du dann schon wieder, was dann 100, 200 Stutz ist. Dann das Geld ist dann plötzlich schnell weg. Ja, schnell ist es weg. Und dann machst du halt auch vielleicht Fehlinvestitionen. Dann hast du mega viele Freunde, die sie wissen alles besser, kauf da, mach das. Ja, und dann kommt es halt darauf an, wie du wem auch ein bisschen vertraust und alles. Weil du musst dir halt auf die 15 Jahre auch wirklich die Leute um dich aufbauen, dass dir dann die auch helfen. Was wir ja gemerkt haben, wo wir im Balkan waren, ist eben, wie verwurzelt man natürlich auch ist mit der Familie, die noch unten ist. Du musst noch allen helfen. Ich wollte sagen, das ist ja dann auch ein richtiges Thema. Selbstverständlich, oder? Wenn du... Du musst eigentlich das Dorf finanzieren nachher, oder? Das Dorf, genau richtig gesagt. Ja, das ist aber himmeltraurig eigentlich. Weil dann denken alle Leute, dass du... das ist normal, wenn du Geld hast, dass du helfen musst. Und der geht aber nicht arbeiten und verlangt von dir vielleicht 500-600 Stutz, dass du ihm hilfst im Monat. Und das ist eigentlich... Das ist dann eine andere Mentalität. Und ja,
Ja. Wer hat denn deine Finanzen gemacht? Also ich habe da einen sehr guten Banker in der Schweiz, in Zürich. Mit dem bin ich 15 Jahre zusammen. Also schon mal gut, dass man so lange, dass ich mit jemandem zusammen bin. Weil das ist ja auch selten. Und 15 Jahre oder länger sind wir jetzt zusammen. Super. Wenn du sagst, es ist sozusagen vom Toyota, wo du ins Basel-Training gefahren bist, nachher zu der Fiorentina, was hat alles gewechselt, abgesehen vom Auto? Also wie muss man sich den Unterschied zwischen Basel und dann der Serie A vorstellen? Du hast keine Geldsorgen mehr. Also du kannst der Familie helfen. Vater, Mutter, die müssen nicht immer so stressig aufstehen und zur Arbeit gehen. Du kannst ihnen helfen, kannst ihnen etwas entgegengeben. Also sie können auch vielleicht ab und zu mal ausschlafen nach 30 Jahren arbeiten. Sie müssen nicht, wenn sie mal eine Woche nicht arbeiten, können die Ferien gehen. Das hat sich viel geändert. Aber vom Typ her und alles bin ich eigentlich der gleiche. Ja, Geld hat schon ein bisschen kaputt gemacht, sagen wir es mal so. Aber ich vom Mentalen her und alles bin eigentlich immer noch der gleiche Verrückte. Und spielt für mich jetzt keine Rolle, ob ich jetzt mega viel Geld habe oder weniger Geld. Ich glaube, innerlich bin ich immer noch der gleiche. Ja. Was meinst du mit Geld hat auch ein bisschen kaputt gemacht? Ja, viel rundum, familiär und so. Weil eben, wie du gesagt hast, viele haben immer wollen. Ich habe da nach 10 Jahren Schlussstrich gezogen und gesagt, schaut, ich muss alle arbeiten. Das interessiert mich nicht mehr. Ja, ich bin nicht verantwortlich, dass ich da die ganze Familie finanzieren muss. Ich kann ab und zu ein Essen zahlen. Wir können ab und zu schön essen, wenn wir wollen, aber arbeiten und so. Ich muss auch arbeiten. Mhm. Jeder muss arbeiten und jeder muss sich zurechtfinden. Und jemand hat das Glück gehabt. Ich habe ja auch 20 Jahre, 25 Jahre auf das darauf arbeiten, dass ich irgendwo mein Geld verdiene. Und, du hast nicht im Lotto gewonnen? Nein. Ja, siehst du, ja. Hätte ich im Lotto gewonnen, wäre das Geld wahrscheinlich schon wieder weg, weil es dann nicht würde schätzen. Aber ich habe ja jeden Morgen aufstehen, müssen arbeiten, wie jede andere. Und dann, wenn alle sagen, Fußball ist ja einfach, dann sollen alle Fußball spielen. Viel Glück, ich wünsche euch alles Gute, aber du musst ein gutes Talent haben, dass du gross wirst. Ja. Und du bist ja von einem grossen Verein in der Schweiz, dem FC Basel, Riesenstadion. Du hast eben gesagt, das war dein Ziel. Das war mein Ziel, ja. Und nachher gehst du in die Serie A, oder? Dann ist Fiorentina auch noch ein Traditionsverein, ein wirklich grosser. Dort war es mal wirklich auch sehr erfolgreich. Da ändert sich auch noch anderes. Also, weißt, Fußballer ist. Plötzlich spielst du am einen Wochenende gegen Juve, am nächsten gegen Milan, dann kommt Inter, dann kommt Napoli, dann kommt Roma. Ja, ich kann dir sagen, meine ersten paar Spiele waren gerade gegen AC Milan im San Siro. Das ist dann anders. Dann auf einmal Cafu, Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf, Beckham, Ronaldinho, Shevchenko. Das waren meine Gegenspieler. Hast du Autogramm geholt? Ja, nein, aber da bin ich das erste Mal eigentlich ein bisschen nervös. Ja. Schon? Weil, als ich gesehen habe, welche Spieler das 1 gegen 1 gegen Cartuso oder gegen Pirlo oder so muss spielen, Ronaldinho, der hat ja damals alle lächerlich gemacht. Ja, das ist dann schon, im psychisch ist dann das schon anders gewesen. Aber sobald du auf dem Platz bist, vergiss ich alles. Hast du aus dieser Zeit einen Gegenspieler, wo du findest, so, boah, der hat richtig Eindruck hinterlassen? Weißt du, wo du jetzt meinen Kollegen erzählst, wer ist der Beste? Pirlo ist. Also, du denkst immer, den habe ich jetzt, aber dann spielt er. Also aus der Serie A meinst du, oder ja. Generell? Serie A ist gerade okay, ja. Ja, also Pirlo und der Kaka war auch Weltklasse-Spieler. Klar, über der. Du fragst mich Fragen, dann sagt er Ibrahimovic, wo man gegen Ibrahimovic gespielt hat, dann sagt er Zanetti, dann sagt er Cambiasso. Weißt du, ich meine, das, jede Mannschaft, oder Totti ist ihre beste Form, wo wir gespielt haben. Also, welchen soll ich jetzt von denen? Das ist schwer, aber der Pirlo, weil ich da auch mehr beobachtet, weil der auf der 6 gespielt hat und der hat mich dann schon begeistert. Ja. Weil er einfach so ist, der kommt nicht in den Griff. Er ist nie nervös, Mann. Der ist so locker. Das ist ganz komplett das Gegenteil von mir. Also. Geil, sie. Ja, nachher sind wir weitergegangen. Dann ist Stuttgart gekommen. Ja. Auch dort eine trägende Rolle gespielt beim VfB. Wieder ein Traditionsverein, wieder ein grosser Verein in Deutschland. Aber was ich aber noch speziell finde, dann ist ein Weltverein gekommen. Dann ist Inter Mailand gekommen. Und hätte ich wollen. Geil. Geil, oder? Geil, das habe ich auch so gedacht, wie ich dir jetzt sage, geil. Das ist ganz einfach. Ich habe noch 6 Monate Vertrag gehabt. Auf einmal hatte ich ein Blatt Papier auf dem Tisch mit 4,5 Jahren Vertrag von Inter Mailand. Dann habe ich nur gesagt, geil. Jetzt habe ich etwas geschafft, wo hast du nicht mehr überlegen wahrscheinlich, oder? Nein, ich habe andere Offerten gar nicht angeschaut. Also ich habe noch mehrere andere gehabt. Welche? Marseille, West Ham, Everton. Ja,
Gala, Fener hatte ich mal. Ja. England hätte dich nicht gereizt? Nein, ich hasse die Liga. Ganz einfach. Okay, ist eine Begründung. Ja, ich hasse sie, ja. Ich hasse sie nicht gern, weil. Okay, sie sagen die beste Liga, ich finde nicht. Spanien ist eine ganz geile Liga, wenn man spielt, technisch und so. Ja, ich habe sie nie gerne gehabt. Ich habe 3-4 Mal die Möglichkeit gehabt, nach England zu wechseln. Ich habe es nie gemacht. Ich habe mich damals verinnert, weil San Siro, die Tradition, Derby dann gegen Milan, Derby gegen Juve. Ich habe schon früher in Serie A mit Florenz gespielt, habe gewusst, was mich erwartet. Ich habe einfach nur gedacht, geil. Weil ich habe etwas geschafft, wo viele Millionen von den Jungs versuchen, in einem Top-Verein zu spielen. Und das war mein Traum. Und dort habe ich dann mein Ziel erreicht und dann ja, bin ich auch fast 3 Jahre dort. Was ändert sich denn dort nochmal? Es wird ja alles nochmal ein bisschen grösser. Also, weißt, 30 Spieler, 35 Spieler. Kommunikation ist so, die Vorbereitung bekommst, du bekommst eine E-Mail, entweder bist du auf der rechten oder linken Seite, entweder bist du aussortiert oder du bist dabei, dann gehst du nach Amerika, dann bist du einen Monat fast in Amerika, machst Freundschaftsspiele gegen Real, Manchester, Juve, Valencia. Oh. Alles hat sich geändert. Du hast Freundschaftsspiel, wir haben gegen Real Madrid gespielt vor 90'000 in Amerika. Das ist kein Freundschaftsspiel mehr. 90'000 Zuschauer, ich komme raus, an meine Augen nicht können trauen. Real Madrid gegen Inter Mailand, 90'000 in einem Freundschaftsspiel. Also, falscher Film, habe ich gedacht. Merkst du, dass das dann nochmal mehr ist? Ja, also, weißt, ist 5 Zeitungen, die nur über den Fußball schreiben. Bei einem bist du der Gott, bei einem bist du der Loser, bei einem, warum spielst, bei einem spielst du nicht. Mein Gott, habe ich keine Zeitung mehr gelesen. Aber ich meine, wenn du jetzt in so ein grosses Stadion reinlaufst, weißt du, ob jetzt 60'000, 50'000 oder 90'000, merkst du den Unterschied nochmal? Nein, das merkst du nicht. Aber weißt du, was merkst du? Der Respekt gegeneinander der Spieler. Wenn du, okay, bei Real Inter, wenn du Real Inter spielst, dann wissen sie, dass du eine gewisse Qualität haben musst, dass du dort spielen kannst. Und wenn du dann auf dem Platz bist, dann wissen auch die Gegenspieler, dass du Qualität hast. Aber wenn du jetzt mit einer kleinen Mannschaft kommst, dann... Jetzt sage ich etwas Arroganz. Also, als ich jetzt mit Inter gegen eine kleine Mannschaft gespielt habe, dachte ich, ja, der hat keine Ahnung. Jetzt einmal besser. Aber es ist ja so. Die Selbstbewusst ist ja so, dass du so gross bist, dass du sagst, ja... Also, jetzt nicht unterschätzen. Jetzt, wenn ich jetzt Also schon damals habe ich mit Stuttgart gegen IBE gespielt und ich dachte, ja, was? Und ich habe selber IBE gespielt und gesagt, ja, komm. Dann haben wir gesagt, spielen mit der B-Mannschaft. Das ist also Stuttgart. Und jetzt reden wir von Inter. Da hast du dich ab und zu B-Mannschaft gegen so kleine Mannschaften. Und das ist die Realität. Ja, eben. Und das finde ich jetzt nicht arrogant, sondern es ist einfach mal ehrlich. Es ist ehrlich und nichts, was mich mehr aufregt, als wenn irgendwie Trainer und alle sagen, ja, es sind alle Mannschaften gleich. Nein! Jetzt sage ich euch eins. Wenn eine Serie A-Mannschaft, egal ob Florenz oder Inter, in die Schweiz kommt spielen, sind das einfach krasse Underdog und es interessiert es niemand. Also, dann kommst du an mit Inter, spielst gegen Basel, dann komm, wir machen das einfach und gehen wieder heim. Sind das ist immer noch so, ob Inter oder Basel, immer noch weißt, so. Immer noch so. Sagst einfach, hey Jungs, weißt du was, als Spieler komm, wir machen das schnell. Das ist Schweizer Liga, was interessiert. Wirklich? Und das ist die Realität. Und da gibt es nicht, wir sind alle gut. Da kann es zur Überraschung kommen, aber es ist nur zur Überraschung, weil die Spieler so denken. Weil wir Spieler dann denken, oh, wir spielen am nächsten Wochenende gegen Juve. Mhm. Das ist dann wichtiger als... Kumpel. Aber es ist ja krass, dass man als Spieler doch immer noch so doof ist und sagt so, ja, die sind ja nichts wert und dann kommt schon auf die Schnitze über vielleicht. Ja, aber darf ich dir jetzt etwas sagen? Europa League in Stuttgart hat niemand interessiert. Da haben wir Viertelfinal gegen Benfica gespielt vor 15'000 Zuschauern. Muss man sagen, wir haben aber dort auch gerade nahe aufeinander zweimal Champions League dort. Ja, aber jetzt siehst du, wie viel Wert das gelegt worden ist. Also, wir spielen Viertelfinal Benfica und es sind 15'000 Zuschauer. Also ich sage dir jetzt den Wert. Ja. Und dann sagst du, wie blöd. Nein, weil Bundesliga ist wichtig gewesen. Bundesliga musst dich qualifizieren. Bundesliga ist nächstes Jahr spielst du wieder europäisch dabei. Genau wie in der Serie A. Wir mit Florenz habe ich zweimal Champions League gespielt. Es sind 10 Jahre jetzt keine Champions League gespielt. Wenn die jetzt aussuchen, dass sie in der Meisterschaft Dritter werden oder Vierter, oder können die jetzt Europa League spielen, dann werden sie Dritter, Vierter, dass sie Champions League können spielen. Es interessiert niemand Europa League. Apropos Königsliga, darf ich noch ein Reizwort dir rühren? Königstransfer. Bei Stuttgart, oder? Ich war enttäuscht von Transfer, oder nicht? Ich weiß schon, was du meinst. Basel, oder? Aber Stuttgart war ja auch der enttäuschte Transfer. Jetzt weißt du nicht, welcher Königstransfer. Stuttgart ist gut gelaufen, Basel schlecht. Aber Basel hast du es ein bisschen mühsam gefunden, oder? Ja. So, du bist, meine, aber muss man auch sagen. Du kommst, erstens mal, wie Königstransfer? Du kommst nach dieser Karriere, die du dort schon gehabt hast, mit 27 im besten Fußballeralter, 28, kommst du im besten Fußballeralter von Inter Mailand zum FC Basel. Also,
Dann kannst du jetzt nicht sagen, es ist irgendein Transfer. Das ist alles gut. Super, Weltklasse. 6 Monate das dauert, dann bin ich weggegangen. Ja, dann war kein Königsmeer-Transfer. Ja. Dann ist er ein Depp, weil er gesagt hat, er bleibt die ganze Zeit in Basel. Nein, also alles gut. Die Story kennen alle. Ist nicht gut gelaufen. Ja, nicht gut gelaufen. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen. Basel hat an mir sehr gut verdient, als ich 19 war. Basel hat mich zurückgezahlt nachher. Basel hat mich ablösefrei fast bekommen. Ja. Auf eine andere Art wieder gut gemacht. Also sind wir da im Plus-Minus auf Null. Also nichts Schlimmes. Wir haben nicht mehr so lange Zeit, oder? Ich habe etwas Kleines vorbereitet. Oh, und zwar, ich hoffe, nicht wir spielen wieder Mitspieler-Tinder. Das ist so. Okay. Ich habe immer 2 Spieler von deinen ehemaligen Mitspielern genommen. Ja. Jemand auf der gleichen Position. Und du musst sagen, welchen würdest du eher aufstehen. Ah, okay, also machen wir. Ist gut. Ja, ja. Also, wir fangen an im Goal. Pascal Zuberbühler oder Jens Lehmann? Jetzt muss ich von diesen beiden einen aufstellen. Ja. Ja, sind beide verrückt. Also. Wieso? Ja, auf seine spezifische Art, weil beide gerne mal laut werden und beide ihren eigenen Kopf haben. Aber wenn ich jetzt von der Leistung, wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer der bessere Goalie und alles war, ja, dann ist schon der Lehmann da recht weit vorne. Und, ja. Nein, der Lehmann, also definitiv. Okay, dann Jens Lehmann oder Jan Sommer? Jens Lehmann oder Jan Sommer? Ja gut, aber den Jan Sommer kenne ich ja aus der Juniorenzeit. Also der hat bei mir jetzt nicht in der ersten Mannschaft gespielt. Also da kann ich jetzt nicht beurteilen, als ich mit ihm zusammen war, wie er ist. Das ist ja noch klein und wie ich jung. Und da hat er noch müssen entwickeln. Also da ist auch ganz klar Jens Lehmann. Gut. Antonio Rüdiger oder Nemanja Vidic? Ja, die zwei muss man gar nicht vergleichen. Also, wieso? Nehmen wir wieder auf einem anderen Level, Mann. Das war der beste Verteidiger der Welt, einer gewesen, Mann. Also, wenn du den hinter dem Rücken gehabt hast, dann hast du einfach können sagen, ich lasse mal meinen Zehner laufen. Ja? Dann hast du einfach können sagen, bleib ruhig. Hey. Was hat denn der gezeichnet, der Vidic? Die Aggressivität, Kommunikation, Stellungsspiel. Weißt du, was das für ein Verteidiger war? Hey, der ist ja gewählt worden für die 3 besten Verteidiger in der Historie in der Premier League. Er, Ferdinand und dann noch einen. Nein, das kannst du nicht vergleichen. Auch wenn der bei Real spielt, der andere. Das ist Welten. Ganz einfach. Sami Khedira oder Ivan Rakitic? Boah, was für eine Frage. Sami Khedira oder Ivan Rakitic, ja. Ja, der eine ist Weltmeister, der andere Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister, aber beide haben beide gewonnen, oder? Ja. Boah, was für eine Frage. Also, das ist eigentlich 1:1. Die sind beide in der Riesenkarriere gemacht. Jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich denke mal, ich sage mal der Ivan, weil ich mit dem auch bei FCB gespielt habe und er von Basel kommt. Und ich glaube, von Basel, ehrlich gesagt, hat niemand so eine Karriere gemacht wie er. Mhm. Also da, ganze Region Schweiz, hat niemand so eine Karriere wie er gemacht. Also können wir alle von ihm den Hut ziehen und ich glaube, er hat von uns allen die grösste Karriere gemacht. Also. Dann gehen wir nach vorne. Poldi oder Shaqiri? Poldi oder Shaqiri? Du hast mit beiden bei Inter gespielt. Ja, beide bei Inter gespielt. Ja gut, nein, der Podolski. Also, der hat schon, ist halt, der in den besten Jahren ist der halt schon ein riesiger Spieler gewesen. Und ja, auch ihm seine Erfahrung und alles. Und auch für Deutschland Weltmeister. Ja, den können wir jetzt nicht vergleichen. Also, schon Podolski ist schon der bessere. Poldi muss ein richtig cooler Typ im Team sein. Das ist ein geiler Sieg, Mann, ich schwör's dir. Mit dem ist es lustig und der macht auch Witze und macht auch viel Scheiß mit. Und ist genau ein Spieler, den die Mannschaft eigentlich wünscht. Weil der bringt die Atmosphäre. Aber er ist nachher auf dem Platz dann schon mega ehrgeizig und gibt dem Vollgas. Ja. Er hat jetzt gerade einem Charity-Spiel eine rote Karte geholt. Das ist ein geiler Sieg. Als ich das gesehen habe, ich habe gesagt, hey, als ich das gesehen habe, das ist mein Mann, Mann. Das ist ein geiler Sieg. Stell dir vor, im Charity-Spiel hast du eine rote Karte. Dann musst du einfach ein verrückter Typ sein. Also, das ist wahrscheinlich verrückter als ich. Das habe ich noch nicht geschafft. Also, wenn ich das schaffe, dann bin ich auf dem Level wie er. Ja. Okay, aber abgesehen von totaler Craziness und allem, wir haben es vorher schon mal ein bisschen von Mit- und vor allem Gegenspielern gehabt, die du gerade in der Serie A gehabt hast. Unsere letzte Frage ist ja immer der Trikottausch. Die Trikots, die du getauscht hast, du wirst ein paar davon wahrscheinlich auch noch zu Hause haben. Wenn deine Hütte brennt und du kannst ein Trikot retten,
wo du getauscht hast. Es kann aber auch dein eigenes. Es kann auch ein eigenes, weißt du, das ist jetzt zu billig. Das wäre wie jetzt, wenn ich Ibrahimovic sage, ich bin der Gott. Nein, das ist nicht so. Los jetzt. Aber Halbgott schon. Ja, also Halbgott, sind wir beim Halbgott. Oder wenn er sagt, die beste Elf und dann sagt er Zlatan, was ist das? Nein, das ist ein geiler Sieg auch. Das einzige Trikot, das ich retten würde, also eins habe ich leider schon vergeben, weil ich bin nicht so der Trikotsammler, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mal einmal gewechselt mit dem Totti, das habe ich aber gerade verschenkt. Also eins ist mir übrig geblieben und das werde ich wahrscheinlich nie angeben. Das ist das letzte Spiel von Zanetti. Okay. Das konnte ich miterleben. Und da war ich im Stadion und dann ihm sein Trikot bekommen. Und da ist ein richtig grosser Spieler von der Bühne gegangen. Eine Legende, die fast 1000 Spiele für Inter hat. Und das habe ich ihm sein letztes Trikot. Und das würde ich für keinen Preis angeben. Und ja, das war eine geile Erfahrung. Dem sein Wort war bei Inter einfach gesetzt, oder? Was er gesagt hat. Nein, das ist schön. Aber ich sage euch jetzt eins. Als Persönlichkeit, als Mensch und als Führungsspieler war das einfach eine andere Liga. Der hat genau gewusst, wie er mit dem Spieler umgeht. Und da sieht man dann erst, wie gross das ein Spieler ist. Und dass ein Spieler so lange auch bei Inter bleiben konnte, zeigt auch vom Charakter und alles. Also, da muss man einfach den Hut ziehen. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich halt bei ihm das noch die letzten zwei Jahre von ihm seiner Karriere konnte mitspielen konnte. Wir ziehen den Hut auch. Ja, ich glaube, auch der Podcast war jetzt ein bisschen andere Liga. Es war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Sehr amüsant, danke vielmals. Das könnt ihr beurteilen. Hast du dir Zeit genommen, bist vorbeigekommen und dann wünschen wir weiterhin viel Glück. Egal, ob jetzt in Stuttgart, Belgrad, Basel, Thun, egal wo du gerade bist. Ja, wenn ich gerade am Tennisspielen bin, dann bin ich schon da in der Schweiz und alles. Und sonst, wenn ich halt ab und zu ein bisschen reisen muss, kann ich mit den Freunden besuchen. Ich habe in vielen Ländern auch viele Kinder und muss mich da ein bisschen kümmern und so. Ist gut. Danke vielmals, bist du vorbeigekommen.